So, grüß euch wieder mal. So, heute bin ich wieder am John Deere herum. Wenn man ein Holz erntet, dann muss man es auch heimfahren. Also, ich habe wieder ein ordentliches Fettel auf die Hand. Ja, kann man schon mehr aufladen, aber es muss ja nicht sein. Ne? Hitze ist da, der John Deere schnauft genauso. Den muss man nicht bis oben hier aufladen. Heute habe ich nicht überladen. Ja? So, ich lade das ab, ich nehme euch mit. Viel Spaß dabei. Jawohl! So, also, ich habe jetzt schon angeladen. Habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil es ist langweilig. Also, ich finde, das ist langweilig für euch. Da schlaft ihr eh. Ja. Stempel nehmen, Affito und so weiter und so fort. Aber eine Sache ist interessant für euch, weil schon ein paar gefragt haben, wie ich das mache mit dem Brennholz und so weiter, wenn wir das Wasser arbeiten. Und das erzähle ich euch jetzt ein bisschen. Und zwar gibt es bei uns eigentlich bloß 5,20 Meter Fixlingen. Die haben 5,20 Meter lang. 4,20 Meter machen wir eigentlich nicht. Aus dem Grund, weil dann kann ich es unterscheiden zwischen Fixling und Brennholz. Brennholz machen wir meistens so 4,20 Meter und die haben dann kürzer. Und dann kann ich unterscheiden, was ist ein Brennholz und was ist ein Fixling. Ja, das ist jetzt einmal das Ding. Also, das heißt, wie arbeiten wir da draußen? Wir haben einen 2-Mann-Betrieb, 2 Männer, ja, kann man schon so sagen, ein Mutterl und ein Spargel. Ja, ihr wisst es ja selber. Ne? Und das heißt, wir müssen so viel wie möglich schaffen, mit so wenig wie möglich Zeit. Weil wir Zeit haben wir sowieso nicht. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir schneiden einen Baum an, der wird von mir ausgenasst, von mir angeschnitten. Auf 15,60 Meter. Dann schneiden die den Gipfel an. Dann wird die 15,60 Meter an Seilwinden hingehängt und der Gipfel an Seilwinden hingehängt. Meistens ist beim Gipfel nur so ein 4 Meter Brennholz dabei. Das drücke ich noch raus, weil ich alles raus hole, wo ein Baum was geht. Das ist einfach meine Einstellung. Ja. Und der eigentliche Gipfel wird dann Hackware, also alles verwertet. Und das Stempel, das 4 Meter drum, was beim Gipfel so noch dran ist, das wird ein Brennholz für den Holzofen. Ne? Wisst ihr? So, also das heißt 15,60 Meter. Außerrucker mit dem Gipfel hinhängen und einwinden und das mal zwei, dann haben wir zwei Bäume, das rucken wir außer an einem Lacherplatz hin. An dem Lacherplatz wird dann zusammengeschnitten. Ja, der wird dann zusammengeschnitten, Fixlingen runtergeschnitten, Brennholz runtergeschnitten und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich, Motor sich vielleicht den Hintergrund, das Mutterl schneidet zusammen. Ich fahre das Zeug raus und haus da am Fixlingenhaufen her. Oder am Brennholzhaufen. Entweder 4,20 Meter oder 5,20 Meter. So kann ich das dann unterscheiden von der Länge her. Ich hau alles auf einen Rückgewang drauf, Brennholz und Fixlingen. Hau alles auf einen Rückgewang drauf, da tue ich nicht umeinander suchen. Das dauert viel zu lang, alles auf einen Rückgewang drauf. Und dann tue ich beim Polter da, ja, seht ihr im Hintergrund, das ist der Fixlingenbolter, da ich dann, wenn ich alle auseinanderglaube. Ja, das mache ich ganz einfach. Einfach vom Wagen abschmeißen. Einfach vom Wagen schmeiße ich das Brennholz ab. Seht ihr da? Schmeiße ich einfach rechts am Wagen hin und Fixlingen haue ich links am Bolter drauf. Dann kann ich das dann, meistens ist das Brennholz nicht stark. Ne? Kann ich dann wirklich ganz schnell, wie ihr seht, das backen und dann wieder am Wagen rauf und dann fahre ich zum Bolter hin, wo das Brennholz ist. Der ist nicht daneben. Da habe ich schon einmal schlechte Erfahrung gemacht, dass mir der Abholer das Brennholz mitgenommen hat. Ja, weiß es auch nicht. Naja, ist auch wurscht. Auf alle Fälle lade ich dann das Brennholz wieder rauf. Das ist eine Sache von 10 Sekunden, weil alles in eine Zange reingeht und maximal 2 Zangen auf wieder mit Brennholzbolter hin, anladen, fertig. Dann dauert das Ganze aufladen, abladen, mitsortieren, dauert maximal 20 Minuten. Und dann fahre ich wieder raus und so geht es weiter und weiter und weiter.
So, das ist eigentlich der Ablauf. Also wie gesagt, 5,20 Meter Fixlängen haben wir bloß. Welche die Unterscheidung? Brennholz, die haben dann 4,20 Meter zu Fixlängen. Ja. So, das ist jetzt das Brennholz da noch. Wie ich schon draußen beim Anschneiden in dem Video gesagt habe, das ist jetzt ein 4 Meter Fixling. Das ist der fahrlich gewesen. Jetzt kann man hergehen und kann man da einen Meter oberschneiden. Und dann kann man Nummer hinten messen, dass man dann da anfängt für Fixling 5,20 Meter. Dauert mir zu lang. Ich sag's euch ehrlich, weil Brennholz kostet aber brauchen. Und nur dazu, klar ist ein Erdstamm. Also der kostet streien. Aber ich mag es halt so. Manchmal mache ich auch bloß 2 Meter drum. Das kommt drauf an. Mei, es kommt drauf an. Oder da so ein Krummer, seht ihr selber. Oder, ja, ist auch so ein Krummer. Das ist wieder ein Dickener, der ist hinten hundertprozentig faulig. Und lauter so kleine Sachen. Das ist ein Fern, ein Kiefern. Das ist einer, der gespreißelt ist. Der ist sowieso ein bisschen kürzer. Jo, so schaut's aus. So, ich lade jetzt das auf. Wird jetzt gepackt, auf. Jetzt wird's mal auf. Und dann ab zum Brennholz, dann am Brennholz bitte abladen und dann wieder raus, neu aufladen und das ganze Spiel wieder. Habe ich mehrmals verschiedene Sachen probiert, wenn man am schnellsten ist. Mit unserem Setup, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Leute und das geht am besten für uns. Ja, das geht am besten so. Also nicht groß Fixlingen anschneiden und dann einzeln rausziehen, gleich am ganzen Breckel, zack, unsere Lagerplatz sind alle so angerichtet, haben wir 15 Meter drum hinbringt ohne Probleme. Wieder mal ordentlich aufgeladen. Ja. Ja, ich fahre sowieso nicht auf öffentlichen Straßen, bloß auf Privatstraßen, da kann man das machen. Wenn man wirklich, wenn es Drucker ist, wenn es nicht alles verringt ist, wenn wirklich alles passt, dann kann man das machen, dass man den Zangen nur 3 Fixlinge nicht hat. Das ist so. Ja. Ansonsten natürlich nicht machen, ist ja klar. Nicht? So, jetzt gehen wir da umher hinten. Dann werden Fixlinge wieder angeladen. Und Brennholz separiert in Separé.
Jetzt habe ich gerade was gesehen, jetzt ist mir gerade was eingefallen, und zwar die mittleren Rungen. Die da, in der Mitte drin, die tue ich jetzt aus, weil die ringen mir auf. Jedes Mal wieder, ich weiß gar nicht, wie die da wieder reinkommen. Ich tue es alle mal wieder aus, die ringen mir auf, du kannst einfach nicht gescheit mit dich nehmen. Die haben überhaupt keinen Sinn. Die reiße jetzt aus und dann fahre ich weiter. Genau, genau. Mehr Gnädelis. Anlegen noch da. Fuhr habe ich wieder drauf. Ja, wieder ordentlich aufgespart. Brennholz. Alles da. Fixlingen. Wunderbar. Ein bisschen was liegt noch da. Das werde ich dann auch mit der nächsten Fuhr noch holen. Die letzte Fuhr. Und dann haben wir es auch wieder aufgeräumt. Ja, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können. Und bei aller Wahl bewertet es positiv die Videos. Darf mich sackrisch freuen und abonniert den Kanal. Ist auch wieder ein Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Servus. Jawohl.